Wir befinden uns am Grab von Willy Herren. Er war ja unter anderem bekannt durch die Lindenstraße, aber auch Schlagerhits haben ihn berühmt gemacht, wie zum Beispiel Es geht schon wieder los. Der ein oder andere von euch hat sicherlich dazu schon mal Party gemacht und das hätte Willy sicher richtig toll gefunden. Ja, wenn man hier steht, kriegt man ein ganz mulmiges Gefühl, gerade wenn man so die Musik von Willy total gut fand und auch Willy kannte. Ja, war eine frohe Natur, ein richtiger kölscher Jung, wie man so schön sagt. Was mich persönlich sehr bewegt, sind die Schriftstücke hinter mir am Baum. Da haben die Kinder wirklich sehr liebe Worte für ihren Papa hinterlassen. Da ich meinen Papa auch sehr früh verloren habe, kann ich das gut nachvollziehen, wie traurig man sich fühlt. Und wenn ich jetzt hier stehe, weckt das in mir halt auch diesbezüglich die Erinnerung. Ja, ich fand Willy auch immer sehr sympathisch, eine richtige kölsche Frohnatur, wie er schon erwähnt. Und es ist einfach eine Ehre, hier bei ihm am Grab stehen zu dürfen. Hinter uns befindet sich das Gebäude, wo Willy Herren seine letzten Lebensstunden verbracht hat. Hier ist seine Wohnung gewesen und kurz nach seinem Tod haben sich Leute da unbefugt noch Zutritt verschafft und ganz viel Wertsachen rausgeholt. Die Leute müssen wohl auch einen Schlüssel gehabt haben, so ist halt die Information aus dem Internet. Aber da Willy Herren wohl mehrere Schlüssel nachgemacht hat und die auch unter Freunden und so verteilt hat, kann es halt wirklich jeder gewesen sein. Zuvor hatte Willy ja in einem wunderschönen Haus gelebt, aber das hat wohl nicht ganz so funktioniert und deswegen hat er sich dann für diesen Wohnort entschieden. Hier hatte er natürlich einen traumhaften Blick sowohl auf den Dom als auch auf den Rhein und diese Wohnungen hier sind wirklich sehr besonders. Vielleicht hat der eine oder andere sich das schon mal im Internet angeschaut, also wer sich hier eine Wohnung leisten kann, ich glaube, der hat es wirklich geschafft. Natürlich wissen wir nicht genau, auf welcher Seite Willys Wohnung war. Es kann auch sein, dass er den Blick in die andere Richtung hatte, aber ich sag mal, durch den Hausflur hätte er zumindest auf den Dom schauen können. Ja, was ich sehr, sehr traurig finde, ist, er hatte ja wirklich eine große, schöne Wohnung und war da ja ganz alleine. Er hatte zwar seine Kinder, die ihn natürlich auch regelmäßig besucht haben, was auch wirklich schön ist, aber seine letzten Lebensstunden, wie wir halt aus dem Internet erfahren haben, waren wohl wirklich einsam und alleine und es ist einfach sehr, sehr traurig, dass Willy mit gerade mal 45 Jahren von uns gegangen ist. In den Herzen seiner Fans und auch bei der Familie wird er ewig weiterleben. In diesem Sinne, ciao, tschüss und auf Willy sehen!